Und willkommen zu Let's Play Poker Mystery Dungeon, Erkundungsnugel, Part 88 von Alter 614. Immer noch in einer Mission im Ringmail, nachdem wir letzten Part erfahren haben, dass unsere Existenz anscheinend das Ende der Welt bedeutet. Naja, das Übliche. Und Steine! Wow! Endlich. Was würde ich machen, Steve? Meh. Na, hier bleiben. Und ich habe vergessen, welche Ebene ich muss. Ups. Egal, zumindest ist da die Treppe. Und ich muss nochmal wohin? Fuck, das brauche ich nicht. Nein, dammit. Ach, U18, oh Gott. Noch so weit. Dammit. Ja, Stelle hinter mir, das ist wirklich ganz toll. Oh, hier bitte. Gehst du mal weg? Dankeschön. Steine! Wow! Oh, kann ja nicht schaden. So. Weiter geht's, Team! Ich habe vollstes Vertrauen in uns! Wir werden diesen Dungeon erobern! Ich meine, die müssen wir erledigen. Keine Ahnung, was auch immer. Wir gehen die wieder unter, also was soll's. Diesmal sind hier angeblich wir schuld. Hm. Hey, wir haben sie gerettet. Ja, da können wir sie jetzt auch zerstören. Nochmal retten wir sie nicht. Wir sollen sehen, wo sie bleiben. Hier ist mir das immer alles in uns hängen. Mann. Ja, schön, dass du nochmal rum wärst. Das interessiert mich nicht. Die brauche ich eh nicht. Kannst du behalten. Kannst du den Keks machen. Schlafrede enden. Nö. Die beste Attacke für den Lehrer. Okay, der war schlecht. Schlafen lassen! Nein, Steve! Nein! Schlafen lassen! Dankeschön! Zu freundlich. Und hier ist... Oh! Ich hoffe, das Wasser will gesund gehen. Ups! Naja, so ist mir lieber. Yay! Könnte das, dass wir mal Glück haben? Oh mein Gott! Das ist nämlich eher recht selten. Mann, ich will die Eltern, die haben. Goddammit. Oh, hallo! Das ist mein Stein! Meiner! Friss mein Stein nicht! Schütze ihn mit meinem Leben! Ein Stein! Stein! Oh, Stein! Für Steine! Woo! So, und hier oben haben wir... Okay, kann ich verbrauchen. Fuck! Aua! Ja, übertreib! Du mich auch! Ich hab dich auch lieb hier! Bitteschön! Wir sterben hier gerade. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, was für ein Kackvieh. Ich brauche Belebersamen. Dringend. Dringend. Jetzt sogar noch mehr. Team, lasst mich nicht im Stich. Schön, dass ihr hinter mir steht, aber das ist zu wörtlich genommen. Viel zu wörtlich. God damn it. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ich nie wieder hin wollte. Das wird uns langsam klar. Dann tue ich es dann mal wieder. Mann! Wenn ich sage, du bist scheiße und ich gehe nie wieder hin, dann soll ich auch, dabei auch bleiben. Aber okay. Hey, es gibt scheiße viele, ich habe vergessen, was es dafür gibt für Missionen, aber es gibt scheiße viel davon. Ich bin wieder auf Höchstform heute. Belebersam, verdammt nochmal. Jetzt gehe ich aber wieder in die, Eges Hülle und Hortimper, keine Ahnung. Werde ich wohl tun müssen. Hallo! Irgendwann mal. Mal gucken. Oh, auf mein Pinguin zu verwirren! Ich nenne sie dir das darf! Idiot. Bitte mein Pinguin, also echt. Schon über ihn. Fuck! David! Ach, was soll's. Treppe! Wow! Ich attacke wohl das jetzt. Mal egal. Treppe, wuh! Schlafen lassen! Schlafen lassen! Hi! Bye! Wir sind bald da, Team! Wir werden es schaffen! Oh fuck, bist du Flammenrad? Mann! Kann nicht besser sein! Aber okay! Wuh! Steine! Ja, zumindest die werden Steine. Das ist doch auch schön. Nope! Yay, Geld! Wo ich mir ja Belebersam kaufen würde, wenn sie welche im Angebot hätten. Ach, fuck. Ich hasse die Seelen. Oh Gott, geht na. Ist hier auch mal irgendwo was? Oh, Plimfer, tust du was hin? Nein, tust du nicht.
okay, anscheinend doch. Woo! Dann gemacht, Team. Ganz toll. Oh Gott. Ganz toll, Steve. Schon anzugreifen, ja. Oh Gott. Bitte stirb nicht. Das wäre schlecht, wenn du stirbst. Je, Treppe! War das U18? Ich weiß es nicht mehr genau. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ich hasse diesen Dungeon, dass es alles erzählt. Okay. Zumindest hagelt es nicht. Ja, stimmt. Nightmare Deck ein positives. Es hagelt nicht, es sind keine Sandstürme. Die Gegner können ja nichts mit ein paar Schlägen einfach töten. Das ist nicht so positiv. Diese ganze Kopfhörer verschwindet sich wieder. Oh, Treppe, oh mein Gott. Okay, wir kommen schnell voran. Sieht das was Positives? Meins. Norm. Dass jetzt keiner drauf tritt. Braves Team. Das war auch 18, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch zu fast im Nachgucken. Irgendwo hier im Dungeon. Bleiben wir dabei. Oh mein Gott, Treppe. Woo! Wenn wir bei dem Storytime, wo wir unglaublich am Arsch sein werden, nur auch so viel Glück haben, das wäre wirklich toll. Sind wir da? Oh, das ist schön. Oh, oh Gott. Fick dich. Hart. Oh, for fuck's sake, das gibt's ja nicht. Oh, ja. Fuck. Hier, voll, voll. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich darf jetzt nicht sterben. Nom. Oh mein Gott, bitte bleib am Leben. Ja, dieses... God damn it! Kack, wie solche scheiß Attacken! Mann! Das ist jetzt zu höchst unvorteilhaft. Kannst du es mal lassen, du Arsch! Alter! Hey, wo bist du denn? Wie kann er kommen? Meine Fresse! Boy! Gewonnen! Lalalalalalalalala! Wow! Ja! Schnell weg! Ich hasse diesen Menschen immer noch! Das wird sich nicht ändern! Niemals! Also wenn ich in einem von diesem Dungeon 1000 Lebersnack bin oder so, dann würde ich ihn lieben. Aber auch nur dann. Und nur bei 1000. Okay, 20 wird mir reichen. Woo, Diamantrang! Lel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 
auch schon zeige Porzellan-Nightmare. Cliff war sogar noch schwungvoller als gewöhnlich. Aber Cliff könnte recht haben. Wir sind nicht sicher, dass ich die Welt zerstören werde. Sagst du! Das Blatt hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich muss mich aufrappeln. Ja, so kenne ich Nightmare. Mach aber auch diesen Tag zu etwas Besonderem, Nightmare. Wow, ich soll speichern, glaube ich. Also aufgehört zu reden. Oh, das war 5 Sekunden Schauer, keine Ahnung. Super. Schon die Welt nicht wieder untergeht. Speichern, speichern, bitte ab heute Belebersam angebaut. Ich flehe euch an. Hallo, wartet mal. Es gibt großen Ärger, Menschenskin. Oh Gott. Wie froh, ich noch erwischt zu haben. Ich schätze mal, ihr wolltet gerade eurem Tagewert nachgehen. Bestimmt nicht, Beliza. Warum die große Eile? Da ist Ärger im Anmarsch. Ein kleiner Azuril. Ein kleiner Azuril ist in Schwierigkeiten. Was? Azuril ist in Schwierigkeiten? Der hat kleine Kerlchen die Gelde gebracht. Beeilen wir uns, Nightmare. Bitte nicht mehr eine Wand von Text. Oh. Oh. Aber jemand einen Stift, wir können ihn jetzt gut im Gesicht anmalen. Herr Azuril, geht es ihm gut? Er scheint nicht in Lebensgefahr zu sein, aber... Was ist mit ihm geschehen? Er schläft und schläft und schläft, aber er wacht nicht mal auf. Was? Er wacht nicht auf? Ja, ich versuche die ganze Zeit ihn zu wecken, aber er schläft immer noch. Ich habe Angst bekommen, deshalb bin ich zu Gelde... habe ich ihn zu Gelde gebracht. Oh, ich will immer noch ein Gesicht anmalen. Anscheinend quält ihn irgendetwas. Er ist so, seit er eingeschlafen ist. Als ob er leiden würde. Träumt er schlecht? Hey, hey, es könnte sein. So wie kann er sich besten Winden scheint einen Albtraum zu haben. Hey, hey. Hey, Plaudergeil, weißt du, wie wir Azuril aufwecken könnten? Mir fehlt leider auch eine Idee. In einem Albtraum gefangen zu sein, ohne aufwachen zu können, tagelang. So was habe ich noch nie gehört. Wir können ihm noch keine Bären oder so geben, wenn er schläft. Wir sind unserem Habla-Habner. Um mein Heimel zu finden! Wer könnte wissen, wie mein Albtraum los wird? Hey, hey, hey. Leute, darf ich mir etwas sagen? Was denn, Beliza? Mir ist ein Gedanke gekommen, da wir den Albtraum nicht verschwinden lassen können. Vielleicht könnten wir wenigstens herausfinden, was für ein Albtraum er hat. Wir finden vielleicht heraus, warum der kleine Azuril nicht aufwachen kann, Menschenskind. Oh, richtig! Wir sollten uns die Traum von Azuril ansehen. Wie soll das denn gehen? In einen Traum reinschauen? Hey, Menschenskind, tut mir leid. Eigentlich könnte das sogar möglich sein. Was? Hey, hey, wie soll das denn gehen? Wir gehen zu Traumato. Wenn irgendjemand das kann, dann Traumato. Traumato? Der Name kommt mir bekannt vor. Das ist es! Erinnerst du dich, Nightmare? Wir kennen Traumato. Ach, das Arsch, genau! Das lassen wir nicht zu. Traumato, du Bösewicht! Wie habt ihr uns gefunden? Da glaube ich, konnten wir einen versuchten Verbrecher fassen. Wow, wir sind für eure Mitarbeit als großen Dank verpflichtet. Yay. Lohnung, oh, wow. Haha. Das waren noch Zeiten. Ja, das ist er. Traumato, dieser Gesetzlose. Der erste, den wir je gefangen haben. Aber warum Traumato? Denk daran, das sind nur Gerüchte. Aber man sagt, dass Traumato die erstaunliche Fähigkeit hätten, die Träume andere einzudringen. Wirklich? Er kann die Träume einbringen? Es ist nur ein Gerücht. Ich würde mein Hand nicht dafür ins Feuer legen. Hast du nicht Flügel? Na egal. Allerdings besteht die Möglichkeit. Okay, ich hab's kapiert. Wenn wir also Traumato fragen würden, dann könnte es vielleicht in den Albtraum von Azuril hineinbringen. Hey, Magnetilo! Was ist mit Traumato geschehen, nachdem ihr verhaftet habt? Traumato wurde von Oberwachmeister meines Hundes intensiv in die Mangel genommen. Er rückte sein Bedauern aus und versprach, die Mitwehr das Gesetz zu brechen. Deshalb haben wir ihn freigelassen. Schönes Justizsystem, muss ich schon sagen. Hey, hey, aber ist er wirklich sauber geblieben? Hört sich aber sehr verdächtig an. Hey, hey! Krebskopf, jetzt ist nicht die Zeit für Spitzfindigkeiten. Also, wo hält sich Traumato derzeit auf? Er ist ausgezogen, um seinen Geist und sein Bewusstsein zu reinigen. Er sagte, er wollte sich auf die Müselberge in Selbstdisziplin üben. Müselberg? Das wäre in der Bergregion. Okay, das ist also der derzeitige Aufenthaltsort von Traumato. Wir müssen los, Nightmare, auf zum Müselberg! Oh, Plinfa. Warte auf uns, Meryl. Wir versprechen, dass wir mit Traumato zurückkommen werden. Oh, Plinfa. Ist immer, wirklich immer für uns da. Vielen, vielen Dank. Es ist entschieden! Wir belassen irgendwie den Team Luna! Und sitzen die ganze Tag hier voll rum, oder was? Also schön. Alle mögen Azuril, aber lassen wir Team Luna das regeln. Erdrin sollte weitermachen wie üblich! Alles klar, Leute, Zeit zu arbeiten! Hurra! Es liegt an euch, Traumato zu finden! Lasst uns nicht hängen! Okay, legen wir los! Wir machen uns auf den Weg zum Müselberg. Lasst uns diesen Traumato finden! Alles bleibt an uns hängen! Wow, ich gehe speichern! Yay! Das war jetzt 4 Minuten Text.
Wieder mal. Yay. Okay, es ist nicht das, wovor ich Angst habe. Das kommt danach, glaube ich, irgendwann. Oh Gott, ich bin so tot. Aber sowas war. God damn it. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. Jemand aus dem Belieber am Horten. Das war doch in der Egelshöhle, wo so viele kamen. Ich brauche nämlich dringend mehr. Dringend. Wirklich dringend. Also, das ist für Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Okay, das ist doch gleich Part. Hab ich vergessen. Da muss ich dann gucken. Miep, miep.